es geht jetzt weiter. Da steht er mit Matthias Tritter. Ja, ja, drei Franzosen in der Sendung. Ich bin der Quotendeutsche. Aber ich habe auch Verbindungen nach Frankreich. Wie soll ich das jetzt erklären? Also bei den vertriebenen Verbänden. Kennen Sie, oder? Vertriebenen Verbände? Erika Steinbach. Vertriebenen Verbände. Da gibt es ja die sogenannten Jungvertriebenen. Die sind zum Teil schon in der dritten Generation vertrieben. Als die Vertreibungen stattfanden, standen die noch als Serviettenknödel im Regal. Trotzdem wachen die heute nachts manchmal auf und wollen heim nach Pilsen. Und ich kenne mich da aus, meine Familie wurde auch vertrieben. Ja, ich bin Junghugenotte. Tretter, der Name ist eingedeutscht. Ich stamme eigentlich aus dem Adelsgeschlecht derer von Trottoir. Wir hatten große Gehsteigmanufakturen in der Nähe von Rouen. Bis 1572. Bartholomäusnacht. Da mussten meine Großeltern fliehen. Und das verfolgt mich bis heute. Ich wache nachts manchmal weinend auf und will heim in die Normandie. Meine Vorfahren sind dann nach Osten geflohen. Und zwar nach Würzburg. Da bin ich aufgewachsen und ich habe die Flucht fortgesetzt. Ich lebe jetzt in Leipzig. Ja, so reagieren die Leute dort auch, wenn ich das sage. Ich erzähle denen immer, ich habe rüber gemacht. Ich habe es in Franken einfach nicht mehr ausgehalten. Die CSU, die Bratwürste. Wisst ihr, wenn man ein Leben lang umgeben ist von Parteifunktionären und Schwein in Naturdarm, irgendwann kann man die nicht mehr auseinanderhalten. Ja, also ja, und wenn man so wie ich von Würzburg einfach so in die neuen Länder zieht, stellt sich natürlich als allererstes mal die Frage, was ist der Unterschied zwischen dem Osten und dem Süden? Ich sehe es an meiner Freundin, die kommt ursprünglich aus Leipzig. Sie hat zwar 15 Jahre in Würzburg gelebt, aber da war immer dieses Konfliktpotenzial zwischen uns. Sie ist aufgewachsen unter Honecker, ich unter Helmut Kohl. Also vom Gewichtsunterschied mal ganz abgesehen. Der eine war ein reformunfähiger Despot einer erstarrten Partei in einem kaputten System, der andere ein SEDler. Ja, hier gab es Freischwimmer, dort Thälmann-Abzeichen. Und wenn man aus Bayern kommt, ist der Unterschied noch mal ganz besonders krass. Während sie beim Morgenappell Pionierlieder in die rote Nelke getrellert hat, haben wir mit Laudato Si gegen die Onanie angesungen. Dort FDJ, bei uns FJS. Sagt denn was, oder FJS? Das ist der Name unseres Heilands in Bayern. Franz Josef Strauß. FJS. Das ist wie Inri bei den Römern. Immer wenn ein Bayer irgendwo FJS gesehen hat, hat er reflexhaft ein Kreuz gemacht. Aber ich habe mich ganz gut eingelebt. Die Leute sind unglaublich freundlich. Manchmal ein bisschen formell. Also ich glaube zum Beispiel, die meisten Supermarktkassiererinnen haben eine Beamtenausbildung. Ich war letzte Woche wieder einkaufen, gehe an die Kasse, fragt mich die Frau an der Kasse, befinden Sie sich im Besitz einer Kundenkarte? Entschuldigung, ich bin aus Franken. Wenn man bei uns an die Kasse kommt, da heißt das Karte! Ich hab dann gesagt, nee, ich hab keine. Da starrt die mich mit blitzenden Augen an. Nur leugnen Sie doch nicht, es hat doch keinen Sinn. Das war bei Konsum. Kennen Sie, oder? Konsum? Das ist die ostdeutsche Variante des Lebensmittelgeschäfts, der Gönsöhm. Ja, den Ausdruck gab es schon in der DDR. Ja, das Politbüro hatte immer Sinn für Humor. Es gab in der DDR alles, aber keinen Konsum. Damals hat man noch eingekauft, wenn man was gebraucht hat. Das kennen wir heute gar nicht mehr. Und hat es dann nicht gekriegt,
Heute gehen Leute zum Einkaufen, weil ihnen sonst nichts mehr einfällt. Viele Frauen geben das als ihr wichtigstes Hobby an. Shopping. Manchmal sogar Power-Shopping. Wenn der Tussenschädel komplett entkernt ist. Und der dazugehörige Ehemann hat auch ein Hobby. Wegschmeißen. Weil jetzt stellen Sie sich das mal in der DDR vor. Und was habt ihr am Wochenende gemacht? Wir waren Power-Shopping in Karl-Marx-Stadt. Und? Habt ihr was Schönes gekriegt? Weiß nicht, der Peggy steht noch in der Schlange. Ja, und dann natürlich der Dialekt. Ja, mir fällt es ja mit dem Dialekt immer besonders auf, wenn ich Bahn fahre. Also wenn Sie selber öfter mit dem Zug unterwegs sind, haben Sie vielleicht auch gemerkt, die Angestellten der Deutschen Bahn müssen ja alle Englisch können. Und ich bin vorgestern erst wieder in den Hauptbahnhof von Leipzig eingefahren. Ich weiß nicht, ob Sie sich das linguistische Desaster vorstellen können. Sachsen gehören ja zu den Volksstämmen, die ihren Dialekt mit in die Fremdsprache nehmen. Ladies and gentlemen, in a few minutes we arrive in Leipzig. Ja, in our pop bistro we serve you broiler. Ja, ich... Gut, zugegeben. In meiner fränkischen Geburtsstadt klingt's jetzt auch nicht viel besser. Ladies and gentlemen, in a few minutes we arrive in Würzburg. Das Dumme ist, ich habe wahrscheinlich bald eine Mischung aus beiden. In our pop is sowieso a few Bratwurst. Ich frage mich ja, wie die Stasi-Agenten das früher gemacht haben, die in Westdeutschland eingesetzt waren. Wenn die sich auf so einen Job beim Bundesinnenministerium in Bonn beworben haben. Wie sah dieses Vorstellungsgespräch aus? Herr Guillaume, ich lese in Ihrem Lebenslauf, Sie sind in Frankfurt am Main geboren und haben bislang für das Hessische Landeskriminalamt gearbeitet. Ist das soweit richtig? Ja, genau. Und jetzt haben Sie sich bei uns auf einen Posten als Referent beworben. Was glauben Sie, prädestiniert Sie für diese doch nicht ganz anspruchslose Aufgabe? Nee, ich bin ganz operativ, kooperativ und in aller Bescheidenheit sehr dekorativ. Und ich spreche 7 Sprachen. Ja, nur mit dem Deutschen scheint es ein bisschen zu hapern, nicht wahr? Wieso, wie kommen Sie drauf? Und dann kam die Antwort, die erklärt, warum der BND gegen die Stasi immer den Kürzeren gezogen hat. Herr Guillaume, verstehen Sie mich nicht falsch, aber Ihren hessischen Dialekt müssten Sie schon noch ablegen. Dankeschön.